Hey Kalle, Stupo. What the fuck? Und damit wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den LOL Trends, dem besten Format in Japan. Und es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir die LOL-Trends hatten. Es war ja Gamescom und jetzt auch noch IFA. Aber die Trends schlafen nun mal nicht. Und wir müssen noch dazu sagen, dass wir den neuen Champion begrüßen, und zwar den guten Orn. Und er ist auch quasi gleichzeitig die Prediction der Woche. Champion des Patches hätten wir auch ganz normal als Kategorie nehmen können. Aber Orn, na, wir wissen es alle, der steigt ein wie die letzte Krücke. Top-Lane, Jungle und Support, absolut weak, katastrophale Winrate. Und ich kann euch beruhigen, das ist normal, okay? Das ist absolut normal, dass neue Champions erstmal hart reinfeeden. Das war bei Ivan so, das war bei Bart so, das war bei allen so. Diesen Champion muss man einen Monat geben, ja, gerade wenn die Pros langsam anfangen ihn zu zocken. Und ich kann euch gleich sagen, ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Dann der gute Sola hat ihn da gespielt, hat gemeint, boah, der ist übel kacke. Aber ich hatte einen Orn Support in meinem Sion-Game, wo ich dachte, holy shit. Der war halt aus der Support-Position heraus unfassbar tanky und super strong. Man muss ja dazu sagen, dass seine Fähigkeiten ja technisch gesehen, na, wie es Riot nun mal üblich ist, überladen sind. Und aktuell ist es auch so, dass man überlegt, dass der kleine Pillar und so weiter auch einen kleinen Knockback gibt. Riot reagiert meiner Ansicht nach viel zu früh darauf, dass die Community sich beschwert. Ja, dass der Orn halt nicht so gut ist. Aber sein Kit ist nun mal mit sehr viel prozentualen Schaden versehen und ich habe Orn-Spieler gesehen, die sehr, sehr gute Ultimates rausgeböllert haben. Ich will jetzt nicht sagen, ihr sollt dann alle zocken, aber ich werde euch sagen, dass er wahrscheinlich in den nächsten zwei Patches wieder genervt werden wird. Sobald die Pros damit anfangen, ihn zu zocken und natürlich auch verstehen und den Leuten auch vermitteln, wie man ihn spielt, wird er rasieren. Er hat nämlich wirklich ein solides Spell-Kit dabei. Mit prozentualem Schaden, mit CC-Erhöhung. Das ist gefährlich, okay? Das ist wirklich viel, aber aktuell natürlich eine Katastrophe. Ich predikte aber, dass er sich sehr, 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 sehr schnell erholen wird. Wer sich hingegen nicht erholt hat, ist der Abstieg der Woche. Und das ist der gute Draven. Draven wurde ja genervt, dass er nun weniger Gold kassiert. Na, seine Passive ist ja auch etwas sehr, sehr Seltsames, das zum Beispiel im Late Game völlig nutzlos ist, weil du sollst ja einfach nur schneller Items bekommen. Aber man hat eine deutliche Senkung der Pickrate und Bunrate gesehen. Speziell in Korea wurde dieser Champion ja sehr, sehr gerne gespielt. Er ist auf jeden Fall sehr gern gepickt und hat auch eine solide Winrate gehabt. Und das Ganze geht es nur so ein Stück weit runter. Das sind halt Änderungen, die auch direkt mit dem Patch zusammenhängen. Ich denke aber, dass dadurch eher die Core-Draven-Spieler noch mehr motiviert sind, ihn solide zu spielen. Weil wer ihn konnte, hat ja gemerkt, dass natürlich das Snowball-Verhalten von ihm einfach nur absurd ist. Ja, ich meine, er kann ja auch nichts anderes als snowballen und hat dazu aber auch noch ein bisschen Item-Build-Variation. Draven ist eine der ADCs, die auf jeden Fall ganz anders gebaut werden als zum Beispiel die Crit-lastigen. Oder die On-Hit-Variante. Aber natürlich muss bei ihm eine Anpassung getroffen werden, weil Competitive werden wir ihn nicht so schnell sehen, aber Solo-Queue ist nun mal anders und ernährt sich nun mal von Schneebällen. Okay? Das ist halt das, was man im Solo-Queue aufhalten möchte. Und Draven ist da die Speerspitze. Und Gott, kommen wir nun zum Increase der Woche. Und hier habe ich überlegt, sogar ein extra Video dazu zu machen. Denn Ezreal Jungle kommt in Korea wieder absolut zum Vorschein. Denn Ezreal hat es ja gar nicht so einfach. Er wurde ja vor kurzem gebufft, was sein Q angeht. Trotzdem ist er bezogen auf einen ADC in einem absoluten Weak-Spot. Denn die Crit-Dudes haben über die lange Zeit her sehr, sehr viel profitiert und auch die Supporter unterstützen die Crit-ADCs massiv, weshalb auch Tristana super strong ist und Caitlyn auf der anderen Seite zu Tode genervt werden musste, weil es zu stark war. Und dann gibt es noch diese On-Hit-lastigen bzw. die Charaktere dazwischen wie Twitch und Kog'Maw. Ja, alles super solide Dudes. Das Problem ist, Ezreal findet hier seinen Slot irgendwie gar nicht. Er skillt halt sehr seltsam mit dem Muramana und dem Trinity Force. Nur mittlerweile sind die Items auch recht teuer geworden kombiniert. Eine Tristana zum gleichen Preis Infinity Edge und Statics. Und sie ist auf jeden Fall deutlich besser, okay? Ezreal ist halt ganz, ganz seltsam. Man kann sein Midgame-Power-Spike nicht mehr so krass ausnutzen, weil die Supporter den normalen Crit-Dudes dabei helfen, einfach komplett in den Mond zu scalen. In Korea hat man sich aber nun gedacht, okay, für die Botlane ist er nichts, ab in Jungle. Und er ist halt quasi wie eine deutlich mobilere Kindred. Du kannst über Reichweite den Red Buff übertragen. Du bist auch beim Jungle gar nicht so langsam, weil du machst ja trotzdem 4 Auto-Attack-Damage und kriegst vergleichsweise 4 Attack-Speed. Und dein Item-Bild verlässt sich auch nicht mehr auf die Träne, sondern das ist eine Warrior-Trinity-Force-Kombination. Es ist nun mal ein sehr, sehr mobiler Jungler, aber die Meinungen zu diesem Jungle gehen auch super weit auseinander. Einige koreanische Pro-Player sagen, Alter, bitte spiel den nicht. Und andere schwören darauf, dass Ezreal Jungle nun mal sehr, 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 sehr strong ist. Ich persönlich bin auf jeden Fall froh, dass dieser ADC es irgendwie zurück in die Meta geschafft hat. Auch wenn es im Jungle ist, ne? Ist ein bisschen weird. Aber Korea war schon vor Jahren der absolute Ezreal-Fan. Und diesmal im Jungle. Und Gott, meine Freunde, kommen wir nur zu der Mechanik der Woche. Hier hätte ich witzigerweise zunächst zwei vorbereitet, wobei ich denke, dass eine rausgepatcht worden ist, beziehungsweise werden sollte. Und zwar kann ja Orn die Items verbessern, beziehungsweise neue Items zur Verfügung stellen.
Na, du kannst die upgraden. Und das Gestörte war aber, dass du Items wie Redemption gekauft hast, dann hast du diese verwendet. Diese Items gehen dann auf Cooldown und das Gestörte ist, wenn du das in dem Shop ausbaust, also das Item um 1000 Gold erhöhst, hat sich der Cooldown von den aktiven refreshed. Das heißt, du konntest Locket oder Redemption theoretisch zweimal hintereinander benutzen. Und ich denke, das ist nicht die Intention, dass Ornn in der Lage ist, die Items zweimal hintereinander verwenden zu lassen, nur weil sie neu geschmiedet worden sind. Ich denke, das ist ein Bug und man wird das Ganze auch fixen. Vielleicht hat man das Ganze schon getan. Na, ich pre-recorde das ja hier. Aber die eigentliche Mechanik für die Woche bleibt trotzdem bei Ornn. Denn seine W-Fähigkeit macht ja sehr, sehr viel prozentualen Schaden. Ja, das ist einfach safe, das ist ein krasser Flammenwerfer. Aber in der Description steht aber ebenfalls, dass er für einen kurzen Moment ja nach vorne charged, beziehungsweise eher schleicht, aber währenddessen immun ist. Ja, viele verpeilen das, dass dieser Charakter eine Immunität hat. Die ist nicht sehr, sehr lang, die ist wirklich nur dazu da, um die Flammen rauszuspucken. Aber mit dieser CC-Immunität kann man einiges machen. Das heißt, ich hatte einen Ornn im Game, der ohne Probleme Blitzcrank-Hooks verhindern konnte. Ja, der will den Hook einfach weh und fertig aus, dann passiert einfach eiskalt nichts. Und das geht natürlich mit anderen CC-Spells ebenfalls, die halbwegs predictable sind. Das heißt, irgendeine Siren Ult oder generell irgendwelche Stunts, die auf dich zukommen, lassen sich mit dem W eiskalt verhindern. Ja, du kannst ja währenddessen nicht displaced werden, das bedeutet, solche Spells haben auch bei dir keine Chance. Relativ witzig, weil Ornn wird ja auf der Support-Position gespielt und kann damit natürlich gerade gegen Blitzcranks oder vielleicht gegen einen oder anderen Thresh solche Spells zumindest teilweise negieren und sich entsprechend auch vor den ADC stellen und diesen beschützen. Na, fand ich eine coole Mechanik, ist relativ solide, na, ist ein neuer Champion, aber für diejenigen, die es nicht wussten, seid aufgeklärt. Na gut, kommen wir nun zum Item-Bild der Woche. Hier hätten wir natürlich den Ezreal Jungle auch reinpacken können, aber wir reden so ein kleines bisschen über Sejuani. Denn in der Begegnung zwischen CLG und Immortals hat man eine Sejuani in Jungle gepackt. Das ist auch gerade ein sehr, sehr starker Pick, aber hier wieder mit dem Stormborn-Pack. Hier hat man sich gedacht, wir brauchen mehr Tankiness, ne, die 5% maximale AP, die vergessen viele, die ist aber sehr, sehr strong. Und man hat einfach wieder den Ornn Sensor embraced. Aus der Tank-Jungle-Position heraus. Ich meine, Sejuani hat, glaube ich, ein paar AP-Scalings. Sicher bin ich mir da nicht mehr. Ich glaube, die Ultimate oder so. Trotzdem sind die meisten Stats auf ihr komplett geboostet. Aber weil dieses Item so effizient ist, versucht man das trotzdem über das gesamte Team zu verteilen. Und hierbei wurde einfach eiskalt Sejuani ausgewählt. Hierbei möchte ich gleich dazu sagen, dass hier strategisch vorgegangen ist, okay? Du willst einfach nur diese massiven Bonus-Stats auf deinem Team verteilen und natürlich auch für eine gesunde Heilung sorgen. Stormborn Pact an sich ist ja so ein Team ist strong. Aber wenn die Leute dann noch aktiv mit dem Buff arbeiten können, der auch sehr, sehr, sehr lange hält, muss man dazu sagen, dann ist das natürlich für das Team absolut optimal. Für Solo-Queue, meine Damen und Herren, möchte ich das allerdings nicht empfehlen, okay? Für Solo-Queue, bitte spielt nicht Sejuani mit dem Ardent Sensor als zweites Item. Das ist, da ist die Synergie einfach nicht da. Mit dem Team, ja, mit den Items an sich und vor allen Dingen auf die Übertragbarkeit auf Solo-Queue könnt ihr vergessen. Das ist halt super, super weird. Trotzdem interessant, dass man quasi diese Einschränkung hingenommen hat, um mit diesem Champion entsprechend erfolgreich zu sein. Fand ich irgendwie eine coole Idee. Sieht aber gar nicht schön aus. Sieht nicht schön aus und ich habe keinen Bock, nochmal über den anderen Sensor zu reden. Gut, kommen wir nun zum PBE-Stuff und dabei wird es natürlich um das aktuelle Riot-Video gehen, wo vorgestellt wurde, was es mit der neuen IP, mit der neuen Rune und so weiter auf sich hat. Ja, ist ein relativ langes Video, wo erklärt wurde, wie man halt diese Influence-Punkte mehr oder weniger ändern möchte. Weil wenn du halt LoL spielst und gerade auch, sag ich mal, deinen Account schon maximiert hast, was das Level angeht und du hast meinetwegen schon alle Champions, dann spielst du halt ins Nichts hinein. Und Riot möchte das Ganze ändern, indem man nun höher leveln kann und dann natürlich auch die Essenzpunkte für Skins oder sowas benutzen kann, die dann ja transformiert werden. Ja, und so weiter und so fort. Ich bin ja ehrlich, die ganze Skin-Geschichte geht mir komplett am Arsch vorbei, so, das ist mir halt völlig Wurst. Aber für einige ist das sehr, sehr wichtig, deswegen ist es total okay. Aber ich persönlich werde euch so schnell wie es geht aufklären, wenn ich ganz genaue Informationen auf dem PBE und so weiter habe, wie das dann später mit den Runen und Masteries aussieht, weil das wird dann sehr, sehr interessant und das sind auch die Punkte, die ich euch vermitteln möchte. Na, Skins hin oder her, wenn ihr euch da reinfuchsen wollt, macht das, aber mein persönliches Interesse gilt wirklich dem Gameplay und der Veränderung dadurch, okay? Das sind so für mich die wichtigen Sachen, wenn die neue Season beginnt. Und keine Sorge, dazu wird es auf jeden Fall noch Videos kommen, sobald die Informationen da sind. Gut, und jetzt kommen wir nun zu Why der Woche und da, ja, da ist schon wieder alles verbuggt. Na, Vandiri ist da wieder absoluter Main im Bugs finden bzw. erleben. Und wir haben da eigentlich eine recht große Auswahl an Fehlern, wie zum Beispiel das Klett, ja, unsterblich ist und disabled werden musste, ne, der hat plötzlich keine HP war, das ist einfach offensichtlich crazy. Aber ein anderer Bug, der mich quasi noch mehr stört, ist die Tatsache, dass teilweise Minions nicht gespawnt sind. Das bedeutet Botlane. Kommen die einfach nicht. So eine Situation, vor allen Dingen ist es im Rank vorgekommen, ist einfach der absolute Horror, okay? Das ist halt so fucking random. Noch gestörter, als wenn Ornn von Mordekaiser geholt wird und das ganze Spiel crasht. Das sind halt Fehler, die mir einfach so ein Stück weit leid tun. Ich weiß, dass League of Legends verbuggt ist und viele davon sind nun mal sehr, sehr witzig, aber das
Minions einfach nicht erscheint, das geht halt gar nicht. Das ist halt absolut gestört, weil das Spielbalancing und natürlich gerade im Ranked, das ist komplett zerstört. Weil die einen kriegen halt sehr, sehr wenig Erfahrung und müssen dann gucken, was sie wollen. Und die andere Seite kann niemals die Botlane bekommen. Ja, Blue Side kann so gut wie never die Botlane zerstören, weil dieser Turret niemals in den Belagerungszustand gerät, weil kein Vasall da ist. Das ist halt der absolute Horror. Auf jeden Fall 3 von 5 Wise, weil es einfach so peinlich ist, aber es passiert natürlich sehr, sehr selten. Also man muss dazu sagen, es gibt gerade viele Bugs, die gerade das Spiel sehr, sehr schnell crashen lassen. Das passiert nun mal, wenn neue Champions raufkommen und wenn natürlich Riot auch im Hintergrund viel experimentiert mit den Runen und so weiter. Aber bitte, also wenn sowas halt im Rank passiert, sowas super Stumpfes, wo nicht nur ein Champion verbuggt ist, sondern eine fucking Lane, das geht halt gar nicht. Also das ist wirklich, das ist halt querpeinlich und ich hoffe, es wird so schnell wie es geht gefixt. Ja, weil das ist kein Champion, den man disablen kann, das ist eine Lane. Ja, das ist nicht so einfach. Und gut, bis dahin soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, spannenden Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.